Ich bin Jimena González und ich bin die Co-Leiterin von Viridissima Projekt. In den letzten Monaten habe ich mich in die Theologie von Hildegard von Bingen eingelesen und ihre Gedanken und Texte in eine musikalische Welt übersetzt. Ich werde die Klangfarbe des gregorianischen Gesangs gemeinsam mit dem Ensemble Calumen Rheinischer Frauenschola auf ihre Texte anwenden. Meine Rolle bei dem Projekt ist es, die Gedanken von Hildegard von Bingen neu zu interpretieren und in Musik zu übersetzen. Hallo, ich bin Raphael und studiere Komposition an der HFNBK Frankfurt. Mit unserem Projekt Viridissima möchten wir das Publikum begeistern. Mit der Musik von der Hildegard von Bingen, gregorianische Gesänge, drei neue Stücke von mir und die Visualisierung von Katrin Bethke. Ich bin Katrin Bethke und ich bin Lichtkünstlerin und ich arbeite analog am Overhead-Projektor direkt auf der Projektionsfläche mit Glasschüsseln, transparenten Materialien, Flüssigkeiten, Öl, Wasser, Zucker, die sich auflösen und Transformationen, Prozesse in den Raum projizieren. Es geht in meiner Arbeit viel um den Mikro- und den Makrokosmos letztendlich, ähnlich wie bei Hildegard von Bingen. Und um die Natur und Prozesse, die in der Natur stattfinden und eine Poetisierung des Raums. Durch meine Projektionen wird der Raum temporär atmosphärisch verwandelt, in den die Sängerinnen treten, die ebenfalls temporär den Raum mit ihrer Musik aufladen. Und dadurch, wenn alles gut geht, entsteht ein synästhetisches Gesamtereignis, mit dem wir unser Publikum verzaubern möchten. Wenn Sie auch wie uns so begeistert sind, dann einfach uns unterstützen. Vielen Dank, wir brauchen Ihre Hilfe.